Hallo liebe Fernstudieninteressierte. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Videolog zu meinem Psychologie-Fernstudium an der Fernuni Hagen. Ja, in diesem Video geht es, anders als bei den letzten Ausgaben, auch wirklich wieder rein in die Fernuni Hagen und nicht um meinen Fernlehrgang zum psychologischen Berater, den ich ja bei Impulse mache. Der ist auch interessant, da geht es ganz gut voran, aber ich habe doch so den Eindruck, euch interessiert es viel mehr, was so in Hagen passiert. Und dafür gibt es zwei Inhalte, auf die ich jetzt in diesem Video mal eingehen möchte. Und zwar als erstes so ein kleines Update zum aktuellen Stand in meinem Studium. Und als zweites dann Informationen dazu, wie so die Rückmeldung abläuft an der Fernuni Hagen und auch ganz konkret, für welche Kurse ich mich zurückgemeldet habe für das nächste Semester. Wenn es irgendwo Fragen dazu gibt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren stellen oder ihr könnt natürlich auch mal ein Video machen als Videoantwort. Ich freue mich da auf jede Art von Feedback. Gut, wie schaut es so aus bei mir aktuell? Ich beschäftige mich immer noch mit dem Heft Grundlagen und Paradigmen der Psychologie. Und ganz aktuell bin ich da mit dem Thema Behaviorismus beschäftigt. Ich hoffe, dass ich das Heft bald auch mal abgeschlossen haben werde, dass das ja doch schon ziemlich lange jetzt hinzieht mittlerweile und es auch mal vorwärts gehen soll. Ja, wie lerne ich im Moment? Immer noch nicht optimal, oft abends sehr spät und auch oft nur sehr kurze Lernabschnitte, weil dann auch die Konzentration dann abends irgendwann nach 23 Uhr vielleicht nicht mehr so toll ist. Und da nehme ich mir vor, künftig nicht mehr so oft zu lernen, vielleicht nur noch alle 2-3 Tage, mal dafür längere Abschnitte und auch eher mal tagsüber das irgendwo dazwischen zu quetschen. Mal schauen, wie mir das so gelingen wird. Zweites Thema in diesem Video, die Rückmeldung. Anders als an vielen anderen Fernhochschulen ist es an der Fernuni Hagen so, dass man sich jedes Mal für das nächste Semester wieder zurückmelden muss. Das Ganze passiert online und wenn man sich nicht zurückmeldet, wird man automatisch exmatrikuliert. Da sollte man also dran denken. Die Rückmeldung passiert dabei in 2 Schritten. Im ersten Schritt geht es um die eigentliche Rückmeldung, das heißt, man gibt an, dass man weiter studieren möchte, dass man im gleichen Studiengang bleibt und auch der Hörerstatus, also Vollzeit oder Teilzeit, der gleiche bleiben soll. Das reicht aber noch nicht aus, um konkret auch weitere Kurse zu studieren, sondern diese muss man dann im zweiten Schritt noch separat belegen. Da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder man belegt einen Kurs als Wiederholer, wenn man die Unterlagen bereits zu Hause hat und die auch aktuell sind, oder man belegt den Kurs komplett, dann gibt es dann auch die Unterlagen dazu und das Ganze ist dann auch kostenpflichtig. Gut, was auch noch hinterher hinzukommt, ist ein dritter Schritt. Wenn man Prüfung schreiben möchte, muss man sich auch noch für die Prüfung anmelden. Welche Unterstützung gibt es für die Rückmeldung? Also zum einen kann man sich online ganz gut informieren in einzelnen Fachbereichen und das reicht meiner Meinung nach auch aus. Trotzdem verschickt die Fernuni Hagen jedes Mal eine dicke Broschüre mit jede Menge Altpapier. Ich zeige euch das mal. Das ist das sogenannte Studiengangs- und Kursangebot, das jedes Semester neu verschickt wird. Hat so um die 150 Seiten und enthält Infos zu allen Studiengängen und allen Kursen in den Studiengängen. Also jede Menge Infos, die man im Grunde genommen gar nicht benötigt. Daher landet das Ganze bei mir auch recht schnell im Altpapier. Insbesondere auch deshalb, weil die wirklich interessanten Infos, das ist für mich, welche Kurse gibt es und was verbirgt sich auch dahinter, viel besser im Internet abgebildet sind. Ja, wie konkret habe ich mich jetzt entschieden fürs nächste Semester, um das mal aufzulösen? Also ich werde zum dritten Mal das Modul M1 belegen. Als Wiederholer zum zweiten Mal jetzt und hoffe, das dann auch im nächsten Semester endlich abzuschließen. Also ich hoffe jetzt in diesem Semester noch einige Kurse zum Ende bringen zu können und im nächsten Semester soll dann M1 komplett erledigt sein. Wer weiß, vielleicht habe ich ja dann sogar Lust, meine Klausur dazu zu schreiben. Ich möchte aber auch irgendwo mal weiterkommen, auch mal neue Themenbereiche kennenlernen und deshalb habe ich mich entschieden, auch einzelne Kurse aus den Modulen 2 und 3 zu belegen. Ich hole mal gerade meine Übersicht dazu. So, und zwar ist es so, dass es im zweiten Modul um die Methoden der empirischen Sozialforschung,
Statistik und computergestützten Datenanalyse geht. Ich habe mich entschlossen, hier den ersten Kurs zur empirischen Sozialforschung zu belegen. Die anderen Kurse sind dann SPSS und Statistik 1 und Statistik 2. Und ich muss mal schauen, da ich ja wahrscheinlich das Studium eh nicht komplett durchziehe, ob nicht dieses eine Modul, nein, dieser eine Kurs für mich schon ausreichend ist, um das für mich so wichtige Grundlagenwissen zu erwerben. Ins Detail muss ich daher vielleicht gar nicht gehen. Ja, dann das dritte Modul beschäftigt sich mit der allgemeinen Psychologie und psychologischen Grundlagen. Und daraus werde ich den Kurs 03411 belegen, die biologischen Grundlagen der Psychologie. Und ich hoffe mal, dass ich dann diese Kurse, die ich zusätzlich belegt habe, auch irgendwo mit unterbringen kann. Mal schauen, wie das Ganze so wird. Ja, soweit mein Update. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich bin gespannt, wie es bei euch so läuft. Bis dann. Tschüss.